Hallo und herzlich willkommen hier. Weitere Folge hier bei Icarus. Ja, ich soll eine Forschungsstation aufbauen. Und zwar mit relativ großen Teilen und Gießerei und Hochofen. Ich habe mich entschieden, ich habe mir was vorbereitet, entschieden für Stein. Beton ist doch ein bisschen zu teuer. Es kann sein, dass die Teile nicht reichen werden. Da brauchen wir noch drei dazu. Was aktuell nicht geht. Was fehlt? Nägel. Nägel, das wird das Problem, wenn wir das lösen. Da sechs. Wenn ein paar Teile fehlen, ist ja auch nicht weit tragisch. Das kann man immer noch hinterher das Feuer nämlich mit und Schlafsack, ne? Falls wir da unterwegs schlafen müssen. Oder wollen oder können. Ich habe den Nägel jetzt in der Schmiede. Ja, ich habe Titan gesucht. Also, das war ja eine halbe Weltreise. Schon ein Wahnsinn. Ich zeige euch wo. Später. Später. Wir müssen da eh vorbei. So, hinten noch drei Stück dazu. Das Dach zu kriegen, ne? So. Wir haben Bodenplatten. Ich habe jetzt 9, 12 dabei, damit er laufen kann. Ja, da reicht nicht. Dann muss er so rein. Dann kann man später auch noch machen. Ich muss auch gucken, mein Gewicht. Bin schon an der Grenze. Wir reiten zwar mit dem Tier, aber was ist jetzt hier, was wir entsorgen könnten? Das können wir halt theoretisch hier lassen. Müssen sogar. Weil das ist halt unnützes Gewicht. Wir haben ja unterwegs ja da das eine Haus. Dann geht das. Ein paar Fenster mitnehmen, 4 Stück. Ja, 4 Stück. 4 Kilogramm mal 4. Ja, geht auch. Tür. Tür, ganz wichtig, Tür. Tür. Na gut, dass der Anzug das ein bisschen die Reserve anzeigt, ne? So. So. Auf dem Rückweg kann ich ja praktisch. Ja, was ich noch bauen müsste und muss, ist ein Schutzzaun für die Bikes draußen. Ne? Meine intelligenten Tore haben wir auch da, aber Tor will ich gleich haben. Klappe draußen. Geländer kann man nicht leisten, haben wir keinen da. Leiter. Da brauchen wir Eisen und Nägel. Eisen haben wir auch genug. Ja, Titan zu suchen, das war schon eine richtige Herausforderung. Also, es war, ich will nicht sagen Katastrophe, aber der Scanner hat immer mal angezeigt, Titan, dann war das weg. Ja, dann bin ich die Richtung gegangen nach Titan und was habe ich gefunden? Aluminium. Das war nicht schön, aber es war halt so, ne? Ne, ich glaube noch 20 da, ne? Da kann man mehr nicht herstellen. 100 mal 10 hat dann viel. Machen wir mal anders. Nehmen wir euch 30, 300 sind gut. Müsste so sein, ne? So. Dass ihr da vorne an der Ecke einen Zaun noch vorstellen, wie das Pferd und der Vogel immer da reinrennt. Ne, geht nicht. Die laufen dann mich genau hin zum Schlafplatz zum Fressen. Und dann geht's rein in die. Ja. Dann geht's rein, ne, in die
Holzspikes und die Tiere tun sie dann auch weh. Und naja, schwer anzuschauen. Bisschen Mitleid hat man doch schon, obwohl es nur KI ist, aber trotzdem, ne? Muss ja nicht sein, ne? So. Ob sie dann rüberspringen, mal schauen. Dann haben sie nicht Pech, aber dann muss man was anderes einfallen lassen, ne? Denn jedes Mal, wenn ich hier absteige und sage und ich sag gar nichts, dann die laufen sofort in die Richtung da rein. Das ist dann nicht gut. Das machen wir jetzt so schräge. Dann ist das nicht ganz so gefährlich, würde ich meinen. Mein ganzes Hindern kann ich sowieso nicht. Dann habe ich noch zwei. Im Grunde laufen die nur nach links, ne? Auf der anderen Seite ist natürlich die anderen Tiere freuen sich dann, ne? Obwohl eigentlich durch dieses Ding da oben in der Ecke sind die eigentlich ganz gut betrieben, ne? Also der Vogel ist schneller, aber das Pferd ist etwas ja. Wasser haben wir noch genug, 7,5 Nahrung, ja, das reicht auch noch. Sattel rauf und los geht's, ne? Jo, und da können wir auch noch mal 200 Kilo mitnehmen, ne? Jetzt ist ein bisschen. Das Pferd ist ein bisschen wehrhafter, ne? Da muss ich neben dem Haus auch gleich eine. So bleibt er ja stehen, nur wenn ich nach Hause komme, nicht? Die sind ja allgemein. Ach, jetzt wollte ich Gas geben. Gerade auf LS gespielt. Wir müssen ruhiger gehen hier. Na jedenfalls, die Tiefenerzader für Titan, das war eine ganz schöne Sucherei. Ich habe vom Weiten gesucht und habe doch... ich muss mir da auch gleich so einen Futternapf aufbauen, drüben, um einen kleinen Unterstand. Bei Gelegenheit. Was habe ich gesucht? Das ist ja das Problem. Die ist ja in einer Höhle. Und ja. Eine Höhle, die ich nicht kannte, muss man dazu sagen. Versteckt. Und das war eine richtige Katastrophe. Also hier gescannt. Oh, in der Nähe. Ich dann nach oben. Plateau gesucht. Angezeigt. Aber nicht gefunden. Dann habe ich eine Rampe gebaut. Ganz hoch, nächste Plateau. Da ist auch nichts. Also, hier drinne. Da kann mein Pferd schlecht gehen. Also hier, am Ende ist das so, ne? Da hinten drinne ist eine Höhle, da ist eine Wand davor, weil das ist ja mal so. Und da ist das Tiefen drinne. Und ich hab's, wollte erst nur mit einem zwei Windmühlen betreiben. Aber... das war in dem Fall nicht notwendig, weil ich musste so das Kabel nach draußen verlegen. Hier da oben habe ich gesucht, da oben habe ich gesucht. Mann, und ich wollte noch höher, oder das hat er. Da wird auch Signal aber schwächer. Jetzt suche ich demnächst mal, aber ich habe extra, in den Weltall geflogen und habe den Scanner geholt von der Werkstatt. Ich glaube, hätte man auch gleich von Anfang an, man Spiel startet, bauen können. Aber da habe ich nicht dann im Spiel alles abgelegt, was irgendwie von Wert war, was nicht bleiben wollte, ne? Wurde auch alles gelöscht, was da dran blieb. Ärgerlich, ne? Aber nicht alles, aber ich habe das meiste im Schrank eingelegt.
Und jedenfalls, hier müssen wir her, Schwefelrohr, ne? Das könnte Aluminium sein, ne? Ja. Aluminium. Ja, ich musste hier Sachen noch bauen. Elektronikteile etliche noch, also garantiert. Ja, da brauchst du halt am Ende brauchst du dafür zwar kein Titan, aber irgendwo brauchst du das doch, ne? Jedes Mal in die Eisgegend fahren und, oder reiten, das holen ist ja auch blöd, ne? Da habe ich auch noch Titan gesucht. Kein Erfolg. Das soll auch so sein, meinetwegen, ne? Wenn das hier, ne, dass man da nicht alles auf einen Haufen hat, ne? Aber das kann von Karte zu Karte auch anders sein. Das heißt ja nicht so, dass da überall Titan ist, ne? Aber wenn es in der Nähe der Behausung ist, ist das schon mal von Vorteil, ne? Dass zu Fuß hingehen kann. Ich dachte ja auch, das wäre drüben an im Sumpf irgendwo, weil die Richtung gezeigt wurde. Ich dann Richtung Sumpf geritten. Dann sah ich ihm an, dass er immer mehr Hunger kriegt. Ne? Das ist ungünstig. Deswegen muss ich da auch einen kleinen Unterstand bauen, wo im Prinzip mit am besten mit Zaun, ne? Mit größeren Zaun drumherum. Rückweg wollen wir das mitnehmen, Schwefel vor allem. Mit dem Vogel ist das ein bisschen geht schneller, der ist schneller im Reiten, im Laufen. Aber er ist hier wehrhafter, also da ist nicht so ganz so gefährlich, ne? Sonst tun sie sich nichts an, aber sobald du ein Tier gezähmt hast, wird es angegriffen, ne? Ist ja gemein, ne? Da war Eisen. Das sind auch so eine blöden Vögel. Greifen niemand an, aber wenn du da bist, dann reichen sie an. Da hat noch eine. Jetzt hast du noch Silizium. Da habe ich eine zweite Quelle gefunden. Das ist aber ganz gut. Das ist schon in Arbeit. Die Arbeit schon. Ich muss das Ding mal kurz reparieren. Müsste ich mal normalerweise anders bauen, ne? Ja, nicht mit Gewehr. Bist du alleine? Der ist harmlos. Ein Jungtier. Hauptsache habe ich auch recht, ne? Ich würde ja da laufen können, aber mit dem Pferd, ich weiß nicht. Muss ich auch nicht erschießen, ne? Macht man ja aber immer so, wenn ein Tier so krank ist. Dann gibt es einen auf die Nuss. Hier Nahrung 80%, dann wollen wir auf jeden Fall in Zukunft so gestalten, dass wir da auch was haben, ne? Wir werden noch hundertprozentig öfter hin, ne? So, gehen wir ein Signal da. Vielleicht finden wir da auch was eher unwahrscheinlich. Meine Schmelze haben wir da. Das wäre halt die Notunterkunft, ne? Beton ist ja auch was für ewig, ne? Kein Pfeiler unter. Da Höhle, ne? Wasser kann man ganz normal gehen, da kommt eh nichts. Tiefenquellen, die weit weg sind, sind ja irgendwie
was anderes. Das ist, glaube ich, Vulkangestein. Haben wir in der Nähe auch gefunden. Oberhalb der Titanquelle. Das Blöde ist beim normalen Tiefenbohrer mit Sprit, dass da praktisch, ja, da hast du nur 5 Felder frei und eine, und der Sprit alle ist dann halt auch zu arbeiten. Bei Strom ist es ein bisschen besser. Da geht ein bisschen mehr rein, deutlich mehr. Und wenn das funktioniert mit Wind, würde ich mit Wind hinstellen. Ja, da hast du mit 2 ein bisschen zu viel, aber ist auch halt mal so, ne? Dann hast du halt das sehr. Was habe ich hier gesucht? Nach Fisch. Nach einem Salzfisch. Weil so ist hier kein Schwimmen, ne? Aber halt. Mit Reusen kriegst du noch welche. Das war erstaunlich. Kannst ja auch nicht so ein Ding bauen aus Stroh oder Holz. Kommt hier so ein Leute Unwetter, bist du gleich alles kaputt. Müsste hier irgendwo sein. Muss ich ein bisschen hinstellen, wo er sicher ist, ne? Wenn das hier ist. Ein bisschen höher, dass ich die Umgebung sehen kann. Aber es muss ja in die Ecke sein, ne? Ja. In dem Bereich. So. Mit den Dingern wird es vielleicht ein bisschen einen höheren Punkt nehmen, also vielleicht so hoch, ne? Brauchen wir ein bisschen. Orientieren sicher, ne? Also 4-mal mal 3. So, und dann mindestens. Und das Spitzdach aber so, dass man in die Höhe kommt, ne? Auch im Grunde die erste Reihe muss ja so gemacht werden. Und die Tür würde ich hier einsetzen. Ja, Fenster müssen hier rein. Wird man sagen 1. Da wäre eher so 3 Stück hier, ne? Und 1 oben. Giebel müsste eigentlich hier hinkommen. Aber hier wäre 3 am besten, weil da wäre ja, haben wir die Abendsonne, ne? Und dann einen hier oben Fenster. Giebel? Warte mal, Giebel wollte ich hier machen. Aber da ist Wand und da ist Wand, das war nicht wurscht. So, und da Tür. Dann haben wir noch 3. Giebel, 1, 2. Na,
meine, ich kann ja auch da Fenster einbauen, ne? Da sind ja welche. Muss er mitbringen, aber. Ibis, nicht sauber. Ibis oder Ubis? Das war nicht. Weil er ist in Gefahr. Das ist das ganze Problem. Oder sie. Oh, mein Essen geht zur Neige. Das brauchen wir nicht. So. Essen warten, ne? Hier war halt noch eine Schräge. So. Sieben. Noch eine. Die andere Munition nehmen. Ich wäre im Haus ja sicher, ne? Aber. Gut, auch wieder ab. Da müssten so zwei hin, ne? Ja, genau. Und dann muss ich in zwei Teile nachbauen. Ich wollte erst auf 3-3 gehen, aber das ist aber ein Ende für die ganzen Teile. Zu. Ne, wir will hier schon wohnen, ne? Das große Teil hier bauen und das andere, ne? Guck mal, was haben wir noch da? Fenster. Stabilen Fenster, aber. Sieben. Keins hingebaut, ne? So halbwegs sicher, also auf jeden Fall, was ich noch machen will, ist. Also ich brauche da oben noch zwei Teile. Paar. Wir holen drüben, mal sehen unterwegs. Ja, das ist erstmal ein Anfang, ne? Ein paar Pfeiler. Drei Fenster noch. Die habe ich da, nur andere aus Holz. Sehr egal. In der Mitte wollte ich im Prinzip noch ein bisschen so eine normalen Dinge hinsetzen, ne? Dass wir eine Ebene haben. Aber so mit den unteren Teilen ist ganz gut, ne? Das wird zu, ne? Und vor allen Dingen. Die Höhe passt und die Tiere können so schnell nicht rein, ne? Dann passt das. Ich muss eh zurück mit ihm hier. Ja, alles bauen, Solarkollektoren und so Zeug, alles. Bisschen Schwefel noch mitnehmen nachher. Bevor ich dunkel wird, ne? Oh, das Zwieg ist nicht sauber. Da entfernen wir uns mal ganz eigentlich so schnell wie möglich. Das Ding ist wie eine Schnecke, das bäumt sich auf und dann
kräftige Vergiftung. Wenn du hinterher reiten tust, ist das der Schleim auch nicht ganz. So, aber ihr wisst ja meistens eh. Jetzt muss ich überlegen. Die Folge kommt. Ich wünsche allen ein schön frohes neues Jahr, ne? Guten Rutsch. Weihnachten ist schon vorbei. Oh, Deal. Die wollen wir auch nichts zu tun haben. Bin ich auf der richtigen Ecke. Bin noch verreite hier. Muss Kupfer sein, ne? Da haben wir auch ab. Komodorane beißen auch so giftig. Wie gesagt, tief im Quell, wenn es geht, näher vom Haus. Ne? Das macht keinen Sinn, wenn wir da weit reiten müssen, um zu holen. Ne? Hier ist so ein ganz, ganz mieses Licht hier in der Gegend. Hallo liebe Zuschauer, das sollte auch schon vorher gewesen sein. Ich werde jetzt zurückreiten und dann Rohstoffe holen nebenbei noch und dann ja die Höhle mit der tiefen Quellen zeige ich dann mal ein andermal. Aber ihr wisst, da wo der Wasser reingeht, ne, da müsst ihr reingehen und da ist eine Höhle versteckt. Die Höhle hat im Grunde jeder, und weiß ich nicht. Das ist auch eine Höhle. Hier ist auch noch eine Höhle. Nicht schlecht. Ja, schon. Ist aber tschüss, tschau. Und schon Dank. Einfach tschüss. Vielleicht sehen wir uns am Dienstag, Donnerstag wieder. Weiß gar nicht genau. Bis Donnerstag jetzt sein. Dienstag. Mehr habe ich leider nicht. Die Karosse ist ja ein bisschen mehr als nur Ausflüge machen. Ne? Bauen und so ist ja im Grunde immer letztendlich langweilig. Wer es sehen will, muss einfach mal was sagen. Aber die. Ist kein LS, ne? Mal gucken, was wir drin finden. Mal schauen. Vielleicht finden wir was Gutes. Da gucken wir noch kurz an, ne? Und hier Nahrung. F. Licht. Lim. Normale Höhle. Kleine. Und die haben in der Regel zwei Tiefenquellen, ne? Keiner, der böse Ärger macht hier. Tierenquellen. Oh, Exotik. Da ist Exotik. Tierenquelle. Obsidian. Eisen. Ja, da habt ihr es gesehen, ne? Exotik auch hier als Erz. Ich mal. Ja, ich sag mal tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch länger geworden, wie ich dachte. Aber das ist doch mal interessant, ne? Wenn man weiß, wo was ist, ne?